Walter Vorbeck steht neben mir und Walter Vorbeck und Pellworm. Ist das eine Liebe? Ist das ein Auftrag? Ist das ein Paket, wo Sie sagen, ich hätte gar nicht gewusst, was Pellworm alles bietet? Es ist eine Liebe. Ich bin vor über 20 Jahren dahin gekommen und bin eigentlich Kulturwissenschaftler. Ich habe also ein Museum und ein Archiv, das ich normalerweise betreue, und bin in den gesamten Sektor der regionalen Entwicklung hineingewachsen, weil wir Expo-Gemeinde für Schleswig-Holstein waren und ich das gemanagt habe. Sehen Sie, ich bin Diakon, das ist auch nicht anders. Das kommt noch dazu, dass ich im Kirchenvorstand und so weiter auch aktiv bin. In kleinen Regionen und Kommunen bemüht man sich vielfältig. Jetzt geht es um Energie, die Insel Pellworm als Modell für den ländlichen Raum. Es geht um Energie, weil wir ursprünglich schon seit dem Beginn der 90er Jahre die Vorstellung hatten, als Insel in einer bestimmten Form die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Es geht aber um viel mehr. Es geht auch darum, dass der ländliche Raum jetzt wieder gestaltend in einen großen Zusammenhang eingreifen kann, dass er Dinge produzieren und veredeln kann und dass damit Wertschöpfung in die Region kommt. Dass Menschen wieder Zukunftsperspektiven kriegen, um auf dem Lande auch wirtschaftlich erfolgreich zu leben und zu wirtschaften. Was hat zurzeit die Insel Pellworm und die Bewohner davon, dass sie sozusagen hier an vielen Stellen Vorreiter sind? Kommen Leute und werden neugierig und lernen auf Pellworm? Wir sind Vorreiter und werden dadurch in den nächsten Schritten wieder Vorreiter. Wir haben jetzt eine Zertifizierung für klimafreundliche Ferienwohnungen zusammengestellt und entwickelt, dass wir europaweit als Kopiemodell anbieten. Wir haben es auch im Zusammenhang mit vielen anderen europäischen Inseln entwickelt, aber wir haben es bei uns entwickelt und plötzlich ist die Konkurrenz zwischen Tourismus und Energieerzeugung aufgehoben. Sie ist sogar umgekehrt. Die Touristiker werben mit unserem positiven Image der Energieerzeugung. Das heißt, Sie haben jetzt Franzosen, Holländer, Engländer, Dänen, Schweden, alle kommen oft nach Pellworm und gucken, was ist. Die haben wir eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre. Also wir hatten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eine große Welle Energietourismus und das läuft auch wieder intensiver an. Und wir bedienen es auch von touristischer Seite durch Informationen, durch Führungen zu den Themen und so weiter. War es ein gutes Jahr für Sie? Es war ein ausgesprochen gutes Jahr. Wir waren nämlich Gewinner der Energieolympiade und hatten plötzlich 30.000 Euro, die wir bürgernah ausgeben konnten und selber entscheiden konnten, wie wir das Geld verwenden. Sieger ohne Doping ist besonders schön.